ich eine Stunde lang Leute streamsnipen. Wenn ihr solche Formate feiert, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde mal sagen, wir starten rein mit Awife. Freunde, heute sind wir undercover bei Awife's Time Hide and Seek dabei, Freunde. Und ich habe mir eine richtig geile Idee überlegt, denn wir werden eine Skybase über die ganze Map bauen. Ob ich das geschafft habe, müsst ihr natürlich bis zum Ende schauen. Ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seid schon im Hintergrund. Wir sind heute in Fortnite am Start, weil im heutigen Video spielen wir Hide and Seek. Wir spielen heute Hide and Seek auf der gesamten Fortnite-Map, Leute. Und der Letzte, der gefunden wird, bekommt 100 Euro. Okay, Freunde, wir starten. Wir sind in der Runde. Es geht los. Und wichtig, ihr habt jetzt... Ich werde genau in Tilted Towers, genau in der Mitte landen. Oder ja, ich sag mal, zwischen Tilted und Corny Crossroads werde ich landen. Ihr habt eine Minute lang Zeit, euch noch zu verstecken. Ich meine, ihr müsst ja sowieso noch moven wegen der Zone. Genau. Jo, Freunde, was geht ab? Wir sind jetzt in Lukas seinem Undercover Hide and Seek. Und wir werden heute ihn komplett hops nehmen, denn wir spielen hier, glaube ich, zu sechst auf einer riesigen Map und wir werden eine Skybase bauen, Freunde, die Zone kommt. Das heißt, egal, was für ein krankes Versteck ihr habt, und ich weiß, ihr hört mich gerade alle, egal, was ihr für ein krass versteckt habt, ihr müsst später, früher oder später, müsst ihr sowieso move. Wir müssen uns komplett vollstacken jetzt, damit wir eine richtig krasse Skybase bauen können, damit uns der Wife gar nicht mehr sieht, Freunde. Let's go, würde ich sagen, einfach. Okay. Und komm mal kurz bei Lukas vorbei, wo der gerade sucht, was der gerade macht. Ich glaube, der ist in Tilted Towers gelandet, Friends. Aber wir machen uns hier voll mit Mats, alles voll machen, Freunde. Und dann gehen wir hoch zu der Skybase, Alter. Und der wird uns safe nicht finden, denn, Freunde, MP. Strong. 100 Euro, der Gewinner, ihr wisst Bescheid. Okay, Freunde, auch wichtig für uns. Wir brauchen irgendwas zum Moven. Okay, Freunde, let's go. Auto haben wir schon mal gefunden. Wir brauchen irgendwas, womit wir moven können. Scheiße, Zone ist bei uns. Nein, Freunde, schaut euch die Zone an. Wir müssen rauslaufen. Wir müssen rauslaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Shifty jemand ist. Ich habe gerade gehört, Lukas geht nach Shifty. Das heißt, wir müssen uns beeilen und dann raus aus der Zone, so schnell wie möglich. Wenn wir hier natürlich unsere ganzen Mets haben. Safe Call, ich werde den ersten sehen. Okay, Freunde. Und, oh, eine MK7. Er ist, glaube ich, auf einem Zeppelin drauf oder so, glaube ich, Freunde. Und hat eine MK7, Freunde. Oh mein Gott. Weil wir spielen ja auch auf dem Bildmodus. Okay, wir haben schon gut Metall, wir haben schon gut Metall. So seid ihr, kleinen Schlawiner. Wir müssen auch schon hoch. Jetzt kommt auch die Zone. Ich muss irgendjemanden sehen. Wir müssen hier raus. Wir müssen zu Covered Cavern oder so, Freunde. Schauen, Abfahrt. Wir brauchen noch eine Impulsgranate oder so, weil wenn er uns runterschießt, sind wir halt tot, Freunde. Aber ja, egal. Wir haben schon mal Metallwände. Das Ding ist, es geht halt um 100 Euro. Let's go. Die werden komplett ihr Leben sweaten. Hab's gehört. Komplett ihr Leben sweaten. Ich habe Impulsis gefunden, Freunde. Let's go. Wir müssen raus aus der Zone, um unsere Skybase zu bauen, Freunde. Oh, warte mal, Freunde. Wir können hier hinter dem Berg hochbauen. Hier, und zwar hier hinter dem Berg. Das wird der Safe nicht checken. Mal schauen. Okay, Shifty, er könnte... Er wird mich niemals sehen. Er wird mich niemals sehen. Jetzt ist auch Nebel. Also wird er wahrscheinlich die Skybase niemals sehen, Freunde. Da ist ein Jump. Jumphead wäre auch ganz stark. Achtung, ist gerade für irgendein Jumphead. Bin ich muted? Ups. Oh, besser ist es. Wir gehen nochmal runter, Freunde, weil die Zone kommt. Wobei, wenn er Jumphead hat, moved er gerade in die Zone. Dann können wir uns noch ein paar Mets holen. Holz mitnehmen, Freunde. Wir müssen uns full stacken, damit wir oben in der Skybase richtig geil chillen können. Let's go, let's go, let's go. Wo seid ihr? Zone ist perfekt, Freunde. Wir müssen aber langsam hoch. Langsam, aber sicher müssen wir hoch, Freunde. Abfahrt, wir müssen bauen, wir müssen bauen. Wir haben nur eine Minute, wir müssen uns beeilen. Da ist einer! Da ist einer! Er hat einen. Es ist Dick. Nee, oder? Dicking. Es ist Dicking. Oh mein Gott, er hat Dicking gefunden. Er hat nicht Dicking gefunden. Let's go, Abfahrt, Abfahrt. Renn. Wer weiß, wo er ist, aber er wird safe nicht nach oben gucken, Freunde. Er wird safe callen, nicht nach oben gucken, weil er damit niemals rechnen wird, dass wir eine Skybase bauen, Freunde. Wir haben gar keine Chance, wir werden so safe gewinnen. Oh mein Gott, Digga, feier ich. Okay, hier ist Max Hyde. Und dann, Freunde, machen wir diesen Trick hier. Und zwar mit dieser Tür in der Mitte. Und dann können wir uns hier easy reinbauen. Und Lukas kann uns niemals abbauen. Oh mein Gott, aber wir müssen aufpassen. Wenn jetzt hier drin einer ist. Aufpassen. Ey, ich sehe schon, komm, ihr seid alles so richtig ekelhafte Buschcamper, ne? Safe. Oh mein Gott. Digga. Wir müssen rein in die Zone. Let's go. Wir müssen rein in die Zone. Mit safe nicht hochgucken, Freunde. Das deswegen, ist sehr strong. Keiner guckt bei Hide and Seek nach oben. 100%. So, zack. Nicht. Oh, in den Lambo hier unterwegs. Als ob ich hier in so ein Geringverdiener-Auto steige. Oh, was soll das? Okay. Friends, ich glaube, ab hier könnten wir, wobei. Wir haben nicht mehr so viel Mats. Wir haben nicht mehr so viel Mats. Nein. Einfach nur nach Lockjam und dann machen wir mit den kleinen Wänden weiter, würde ich sagen, Freunde. Okay, ab hier machen wir weiter, Friends. Ab hier machen wir weiter mit der Taktik. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott. Er wird uns safe nicht sehen. Da ist einer drin. Da wird jetzt einer drin sein. Oh mein Gott. Holy moly. Wir sind gleich in der Zone. Ich hoffe, wir haben Zonenglück. Ich hoffe nur, dass wir Zonenglück haben. Nicht nach unten müssen. Wenn wir nach unten müssen, dann ist es halt so. Aber wir sind auf der Baba Skybase. Let's go. Oh mein Gott. Da unten ist ein Auto. Da unten ist Lukas. Da unten ist Lukas.
Freunde. Wenn ihr irgendwo in dem in der Toilettendingens oder so chillt, seid ihr die ehrenlosesten Hunde überhaupt. Oh mein Gott, da ist Lukas, da ist Lukas. Ich werde einfach alles kaputt machen. Ist mir scheißegal. Abfahrt, Jungs. Abfahrt. Und wir sind gleich in der Zone und wir haben nur noch 300 Mets, Freunde. Ey, als ob ich hier keinen finde. Ich habe Blaze kurz gesehen, aber ich konnte ihn auch nicht töten. Okay, Freunde, okay, Freunde. Ihr dürft, wie gesagt, nicht schießen oder sonstiges, ne? Versuchen, bis ans Ende zu kommen. Versuchen, bis ans Ende zu kommen. Oh, die nächste Zone. Okay. Die nächste Zone ist aber nicht weit weg, Freunde. Ihr dürft nichts benutzen. Nee, okay. Wir dürfen nichts benutzen? Wie soll ich nichts benutzen, Junge? Tony hat gerade Schoko-Apps benutzt, by the way. Ja, Ehre. Nein, wir haben keine Mets mehr, Friends. Wir haben keine Mets mehr, aber er ist unter uns. Er ist unter uns. Ist irgendwo unter uns. Da ist er. Ist da ist er im Auto. Ja, da Junge. Ist er. Dicking. Oh mein Gott, er checkt gar nichts. Wie krass dein Versteck. Ey, er könnte einfach... Nein, er ist könnte einfach in irgendeinem Baum chillen. Nein, 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 nein. Er guckt nicht nach oben. Bitte guck nicht nach oben, Lukas. Bitte nicht gucken. Bitte nicht nach oben gucken. Bitte nicht nach oben gucken, weil dann checkt er's. Okay, Freunde, egal. Zone wird immer kleiner. Chilliges, ich warte einfach. Oh mein Gott. Ist mir doch egal. Okay, ich bin in der Zone, Freunde, aber wir haben keine Mets mehr. Wir haben zu wenig Mets gesammelt. Wenn ihr euer Leben chillt, seid ihr tot. Aber wir sind drin, aber du musst uns killen, ne? Wir sind drin. Ich muss euch killen. Oh mein Gott. Bruder, ich mach schon bitte. Panzer, Alter. Ich hoffe, die Zone bleibt bei uns. Wo ist der Wife? Let's go, Freunde. Wir sind undercover drin. Ah, let's go, wir haben einen. Und es war schon wieder Blaze. Oh mein Gott. Was? Okay, er hat Blaze gefunden. Okay, Freunde. Und er chillt jetzt irgendjemanden in der gefunden. Zone. Er hat irgendjemanden gefunden. Aber wo ist der Wife? Wo ist Lukas? Ich sehe niemanden steppen gerade, Freunde. Ich habe echt keine Ahnung, wo er ist. Und die Zone ist woanders. Nein. Nein. Kuss, Bruder. Nein. Ich küsse doch dein Auge. Hallo, ich bin weg, Digga. Junge, willst du mich flachsen? Willst du mich flachsen, Junge? Er hat einfach sein Auto geklaut. Oh mein Gott, Freunde. Wo ist er denn? Aber wo ist es? Wir müssen das Auto angucken. Wir müssen das Auto suchen. Wir müssen das Auto suchen. Weil im Notfall haben wir Impulse. Ich weiß, Wife hat es verboten. Aber, Freunde, wir scheißen auf die Regeln. Und ich würde mal sagen, wenn wir in die Zone kommt. Oh mein Gott. Da, ich sehe ihn. Da sind sie. Nein. Oh, er hat die gefunden. Auf dem Dach. Oh, die schießen sich gerade ab. Oh mein Gott. Oh, er hat wieder das Auto genommen. Hey, kann. Unter dem Haus ist Dicking, ich bin weg. Okay, Wife rennt hinterher. Oh, er impulst sich. Da vorne. Ballert aufs Auto und die Zone kommt. Nein. Ich sagte so, wir sind nicht mit niemals ein, das benutzen, Bruder, war Auto. Nein. Hallo! Wir müssen weg, Freunde. Wir, können, Digga. Wir müssen weg. Hör doch auf! Junge, du bist so ein Ehrenloser, ne? Digga, er haut einfach ab mit seinen 5 okay. HP. Wir bauen noch eine Skybase. Wir bauen noch eine Skybase, aber ein Mini. Freunde, wir sind leider runtergefallen, weil die Zone war einfach nicht mehr bei uns. Wir hatten kein Zonenglück mehr. Vielleicht schaffen wir es nochmal hochzukommen. Vielleicht schaffen wir es nochmal hochzukommen, Freunde. Ey, halt. Wie klein ist die Zone? Okay, er sucht immer noch Mirkan, Freunde. Das ist ein... Oh mein Gott. Da hinten waren Schüsse. Oh, okay, er hat Mirkan gefunden, Freunde. Es leben noch 5. Wie machen wir das, Freunde? Wie machen wir das? Okay, ab jetzt. Mit jeder Sekunde einfinden. Junge, Mirkan, das war... Ich schwöre, das war richtig ehrenlos. Guck mal, da oben ist unsere riesen Skybase, Digga. Oh nein, ich hatte keine Mets mehr. Oh, oh. Warte mal. Ja! Ich hab random reingeschossen. Oh, er hat Kidmiff gefunden. Mein Herz. Er glaubt nicht, dass ich hier bin. Wir müssen kurz drin bleiben. Jetzt kann man nicht kaputt machen. Halt's Maul. Ja! Oh mein Gott! Warte, Lukas, töte mich nicht! Töte mich nicht! Warum? Lukas, töte mich nicht, okay? Warum? Guck erstmal, guck mal in den Himmel. Guck mal bitte in den Himmel. Hinter dir, ein bisschen in den Himmel. Ja, und jetzt? Bisschen nach rechts. Verarschen, damit er abhaut. Nein, bisschen nach rechts, ohne Witz. Ich komm sogar hoch zu dir. Du hast eine Skybase gebaut. Ich hab ne... Junge, warum hast du eine Skybase? Ich hab ne Skybase gebaut und da hatte ich keine... Wo hast du denn angefangen? Wo hast du angefangen mit der Skybase? Sag ich dir nicht. Warum habe ich die nicht gesehen? Was war das? Digga! Als ob du da wirklich drin warst, Junge! Bruder! Ey, du bist so ein Hund! Geh mal rein, da ist noch einer. Halt's Maul. Ja, geh mal rein. Nein! Ich hab gedacht, du gehst rein! Nein! Oh mein Gott! Hey, wie bist du jetzt da hochgekommen? Ja, geh mal rein in den. Geh mal rein, da ist wirklich noch einer. Hey! Oh, er hat mich leider gefunden. Schade. Was sagst du zu meiner wunderschönen Skybase? Ich sag dir ehrlich. Ja, war gut, aber was sagst du dazu, wer hier gerade hinter dem Baum chillt? Lukas, ich stand schon 6 oder 7 Mal hinter dir. Warum ist das unfair, Digga? Oh mein Gott, Lukas, ist dein Ernst, ne? Nein!
Hey, was meinst oh du? Oh mein Gott, Lukas. Digga, 100 Euro! Oh, oh mein Gott. Leute, meine kleinen Bastards, aber psch, wir müssen heute leise sein, denn wir sind undercover bei André seinem Skin-Contest dabei. So, Friends. André, hol dir erstmal deine Waffe. Hab ich schon. Arsch. Hab ich schon. Okay. Das Ding ist, André muss natürlich auch versuchen herauszufinden, wer wir sind. Aber das zum Schluss, Freunde. Und wir schauen dann halt mal, ob seine Predictions wahr waren oder gelogen waren. André, schau okay. dir alle Skins mal an schau in Reihenfolge. So, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Du kannst natürlich auch sagen, gefällt mir nicht, aber ich will den. Macht Bolo mit? Bolo macht mit, ja. Ja, gut. Wir warten erstmal ab. Okay. Sonnenblume auf Rücken ist schon mal Pluspunkt. Naja, ja. Also bis jetzt, aha, muss ich sagen, aha, ja. der gefällt mir überhaupt nicht. Nee? Überhaupt. Also, aber das Skin passt so halt auf Dings, ne? Mit Asteroiden. Ja, so. Er ist so ein Weltall und so. Ist okay. Das könnte wieder so ein Odemann sein. Hallo. Okay, schwierig. Soll ich jetzt schon einen rausnehmen, oder was? Du, wie du willst. Das ist dein Skin-Contest, André. Okay. So, dann hätte ich aber jetzt schon jemanden, der mir nicht gefällt. Okay. Oh! Ice Cream HD, Digga. Schade, Schokolade. Also ich finde den Skin todesugly. Ich fand den cool, weil die Skin-Kombo auch gepasst hat irgendwie. Ja, die Skin-Kombo war okay, aber der Skin war einfach hässlich. Ja. Okay, und hier haben wir zu 1000% Bolo. Aber wir warten erstmal, Freunde. Vielleicht liege ich auch falsch, Digga. Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht. Sagst du, bist du Bolo? Es. Nein? Okay. Wilkan, wie geht's dir eigentlich, Bruder? Bruder. Sei ehrlich. Mich würde mal interessieren, ob André schon ein Favorite oder vielleicht ja, ein stimmt. oder zwei Favorite. Wie sieht's okay. aus? Wie sieht's aus? Hast du schon irgendwie so... Ein Favorite. Ja, schau nochmal genau. Und der hat auch Blumen auf dem Rücken. Also den feiere ich. Oh. Extrem. Hm? Ja. Der. Und. Und er hat gar keine Ahnung, wer wir sind. Und wir haben einen richtig heftigen Skin. Von der Dead, wir sind der Gefangene und haben die heftigsten Sachen. Dann würde ich sagen, nach der Reihe, hier fange ich an, erstmal ein Emote für mich. Ja, damit wir erstmal so rauskristallisieren können, wer überhaupt. Okay, der ist nicht schlecht. Next one. Oh, passt. Okay. Oh, jetzt hat der Nächste ein Problem. Oh, Friends. André. Bitte in die Mitte kommen. Oh, es gibt ein Battle. Aber wen findest du nicer? Den hier. Okay, den findest du nicer. Den finde ich cooler, ja. Wie willst du das jetzt hier gestalten? Okay, ich würde sagen, ihr beide macht jetzt einen Emote, der nicht derselbe war wie eben. Oh. Und direkt danach ein Sticker. Und ich bewerte dann beides in Kombination. Und der schlechtere fliegt raus. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Oh, strong. Stark. Jetzt bin ich gespannt. Du kannst gerne schon dir einen Sticker raussuchen in der Zeit. Oh. Oha. Und die Flamme. Okay. Oha. Dad und Jay raus. Du gehst zurück. Oh mein Gott, okay. So, okay. Und hier haben wir auch nochmal. Oh, mit Feuerketten und so. Aber das Ding ist, das ist doch das komplette Set, oder nicht? Hä? Oder bin ich doof? Ist es nicht? Aber es sagen immer alle, dass es nicht so ist. Und dann höre ich irgendwann, doch, es ist Set. Also, ich kenne mich da nicht so aus, zum Glück. Also du hast Glück gehabt. Ja, Mirkan? Ich weiß, dass die Pickaxe auf jeden Fall schon mal vom Ghost Rider sind. Das ist, glaube ich, Ghost Rider, ja. Ja, und das Backbling? Ist von einem Fire Skin. Ich weiß aber nicht genau, wie der ist. Ah, okay. Sieht aber sehr wild aus. Wenn also das hat nicht Set ist, er hat die Wahrheit. Er hat extrem. Die Wahrheit gesagt. Okay. Hier haben wir... Das könnte so ein Odemann sein, bin ich auch ehrlich. Ja, ich sag dir ehrlich, ich würd ihn Favorite machen. Ich würde ihn Favorite machen, Digga. Safely. Aber was, hast du schon irgendwas bisher... Guck dir doch mal die Emotes von den anderen auch noch an. Ja, stimmt, die haben wir noch gar nicht weitergemacht. Ja, da warst du stehen. Die beiden, hier ist einer rausgeflogen. Genau. Okay, Bolo, mach du. Sehr stark. Oh. Feier ich. Oh, okay. Next one. Ah, kritisch, Digga. Nächste. Oh, sehr stark. Okay, der bleibt auf jeden Fall drin. Ja! Hacky-Sack, auch sehr wild. Hacky-Sack? Nee. Segway. Wie heißt das Ding? Segway. Digga, die haben voll dieselben Namen. Hacky-Sack. Segma-Wack. Okay, auch strong. Feier ich. Next one. Let's go. Warum? Digga, du hast das doch da hinten schon gesehen bei den Leuten, Mann. Erstmal kritisch. Next one. Ist cool. Warte mal, das ist doch dieselbe Person von gestern, oder nicht? Wer weiß. Mhm, überlegen. Okay. Show me. Oh. Da haben wir wieder einen Segway. Oh. Dementsprechend, du bitte in die Mitte. Du auch, weil du hast denselben Emote gemacht. Und du bitte auch in die Mitte. Wir haben jetzt drei Leute. Okay. Und ich will von jedem Einzelnen ein Spray sehen, ja?
Was mich überzeugt. Es muss nicht zu eurem Skin passen. Es muss überzeugen einfach. Oh. Mal gespannt. Du ganz besonders, weil du hast den Doppelten gemacht. Mirkan, mach keinen Scheiß, ich sag's dir. Ich schwör, Mirkan, mach keinen Scheiß, Digga. Ich weiß, wer du bist. Okay. Ah, so eine Spinne in Rot passt auf jeden Fall. Sehr nice, Digga. Boah, der ist wild. Der ist richtig wild. Das ist mein Favorite, Digga. Du bist raus. Yuma Gaming, raus. Beide wieder zurückstellen. Okay, ich würde sagen, wir machen eine Runde Wie viel sind denn rausgeflogen jetzt? Bis jetzt drei. Drei Leute. Okay. Wir machen eine Runde André sagt. André sagt. Also ich und Mirkan sind ja immer noch drin, Freunde. Oh mein Gott, das ist so heftig. André hat keine Chance, Junge. Hast du schon irgendeinen Favoriten schon? So ein bisschen. Ja. Also bis jetzt so mein Favorite Change ist auf dem. Oh, okay. Das passt übel gut mit dem, Gestern, er meinte, er findet den voll attraktiv, den Skin, nur deswegen. Was redest du, Digga? Echt jetzt? Damit. Erzähl doch nicht so was, ekelhaft. André hat Fortnite-Skin-Skin. André hat einen Crush an einen Fortnite-Skin. Okay, sei eine tot, sie hat gewonnen. Spaß. Okay, wir machen André sagt. Stellt euch André bitte, sagt. André sagt. Bitte stellt euch alle hier so in eine Reihe, dass ich euch beobachten kann. André sagt, guck. André sagt aufstehen. Spring. André sagt ducken. Aufstehen. Oh nein! Oh mein Gott! Wer war das? Wir wissen nicht, wer es war. Nein! Wir wissen nicht, glaube ich. Ich glaube, nein. Bro, wir decken am Ende auf, André. Wir decken, okay, aber ich kann die Person killen. Du weißt es ja dann nicht, ne? Ja, kill ihn. Ja, ich weiß es nicht, aber dann weißt du, hast du ihn gekillt? Ja. Also, ich warte es nicht. Schade, Digga, aber wilder Skin gewesen. Okay, André sagt, geht bitte zu euren Boxen zurück. André sagt, es ist vorbei, deswegen ganz normal wieder. Okay. Oh mein Gott, Freunde, wir sind so dick bei Odemann sein, Gott. Digga. Ich sagte hier, das bist du, Odemann. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen geschossen. Ich wusste irgendwie. Okay, wir haben jetzt ein Hütchen hier. Ja, nice. Könnt ihr aufhören? Das wäre cool von euch, sonst schieße ich euch auch gleich ab. Ich weiß nicht, warum ich die Person gekillt habe. Irgendwie war sie hässlich. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es war immer noch nicht Odemann und Mirka. Ich dachte gerade, ich kille Odemann. Das wäre wild, Digga. Aber du dachtest zu viel, André. Du bist ein Denker, aber bist du auch ein Wanker? Ja. Keine Ahnung. Okay. Das Ding ist, der Skin ist so ugly. Wir haben ja noch Sprays. Wir haben noch Sprays. Wir haben Sprays, wir haben noch Sticker, alles. Aber ja? Der Skin hier gefällt mir nicht. Warte, gib ihm eine Chance. Weiß nicht. Es ist sowieso Bolo. Bolo, bist du's? Er sagt nein. Wenn das nicht Bolo ist, fresse ich einen Besen. Okay, mache ich nicht, weil vielleicht will uns jemand verarschen. Ja, vielleicht. Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt jeder vor sich ein Spray hinballert. Und bitte die Leute, die schon eins machen mussten, nicht nochmal das gleiche. Da haben wir schon eins. Auch wieder auf Rot-Schwarz Ninja angelehnt. Passt extrem gut. Okay, also auf Eiskristalle feiere ich. Wem gehört das hier? Hallo? Ja, so kann ich das ja nicht bewerten, wenn die zwei Sprays hier so sind. Okay. Ja, Feuer, passt. Ist die Kartoffel von dir? Sehr wild. Okay. Hier haben wir diesen hellblauen Ninja. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Beide, es wird wild. Hier haben wir auch so Art Feuer. Digga, es tut mir leid. Es war Goomba. Oh mein Gott. Er hat Bolo nachgemacht. Warum? Digga. Das heißt, Bolo lebt auch noch, Freunde. Okay, aber ich sag dir, ich glaube, es ist jetzt eine wilde Auswahl, denke ich. Ja, jetzt setzen alle ganz cool, außer der Skin gefällt mir nicht so, muss ich sagen, aber das Ding ist, Blume rettet noch. Ja. Und der Skin ist so, aber der Rest ist wild, Digga. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt ein Emote-Battle, aber 2-on-2. Jetzt müsst ihr ein Räuber-Superheld versus Eisfeuer Dance Battle machen, ja? Ich bin gespannt. Dance Battle. Und es fliegen direkt zwei Leute raus. Oh, okay. Aber ich sag nicht, welche zwei. Ob das die Teams sind oder halt die Gegner. Oh mein Gott, Digga. Die haben komplett nach vorne gelegt. Ihr seid richtig am Arsch. Jetzt will ich was sehen. Okay, wild? Ich würde sagen, ausgeglichen. Ja, okay, wild. Das heißt, nochmal. Jetzt wird's schwer, Freunde. Jetzt müssen die wieder was rausziehen. Okay, er hat sein Schwert und er hat den goldenen Pokal. Ist okay. Jetzt könnt ihr punkten. Okay, er strickt sich ein Pullover, weil es kalt draußen ist. Was macht er denn da? Hä? Weil ich glaube, der hat was Falsches. Was ist das? Das wäre wild gewesen. Aber du hast vorher schon verkackt, Mann. Oder war das aus Versehen?
Bruder, was sagst du? Ich glaube, das war auszusehen bei ihm. Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Pupai, das mit dem goldenen Pokal war ein bisschen reingeschissen, muss ich sagen. Du musst ja nicht alle, cool. Du musst ja nicht alle löschen. Du musst ja nicht alle löschen. Guck mal, das Ding ist, guck mal, ich sag dir ehrlich, dieser Ninja-Typ, ne, er hat schon krasse Sachen gehabt, Bro. Er hat echt krasse Sachen. Also ich würde vielleicht echt nur, wenn du jetzt den einen gelöscht hast, würde ich den einen einfach löschen. Die anderen haben sehr gepunktet, deswegen. Ja. Deswegen. Okay, dann stellt euch mal bitte so alle nah ineinander, dass ich nicht immer nach hinten gucken muss. Okay, dann haben wir noch 7 Leute. Aber ich muss sagen, dieser Skin hier, du musst jetzt nochmal ein extra Emote ballern, weil irgendwie gefällt er mir nicht so. Ja, schon. Ja, die Blume, aber das ist schon hässlich, Digga. Ich sag dir ehrlich, die Blume rettet aber nicht alles, Digga. So ein Ding ist das. Ding. Muss oh mein Gott, Freunde. Ich dachte gerade, ich wäre wirklich rausgeflogen, weil mir nichts mehr eingefallen ist. Auf einmal macht der ganz komische Faxen. Aber also wir haben es doch gerettet, Freunde. Gewissen, oh mein Gott. Ich habe noch nie so einen hässlichen Skin gesehen, ne? Ich sag dir ehrlich, also... Talisman. Was war das, Lang? Okay, warte mal. Jetzt sind wir 6 Leute. Waffenskin. Waffenskin. Okay, dann gebe ich euch die Ska. Oha. Oh, strong. Set. Okay, set. 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 Lass mich aber hier nicht beeinflussen. Okay, passt extrem. Natürlich Ninja im Verborgenen nachts und so muss er dunkel gekleidet sein. Set. Spaß. Okay, kannst du mir wiedergeben. Sieht wild aus. Okay. Ah, hat schon aufgehoben. Sehr wild. Auch strong. Aber oha, auch doch, Digga, safe. Naja, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist das mein Favorite bis jetzt, Digga, weil das sieht ein bisschen anders aus. Okay, okay. Okay. Schade, wir sind nicht sein Favorite, Leute, aber wir sind gut. Es passt natürlich, weil es ist halt auch so wassermäßig. Aber das ist Mirkan, glaube ich, Freunde. Ich glaube, das ist Mirkan, Freunde. Oh mein Gott. Auch strong. Aber ich muss sagen, ich muss jetzt jemanden rausnehmen. Und das ist diese Person. Oh mein Gott. Astro Noah, du bist raus, weil das Ding mir selber nicht so gefallen hat. Okay, das Ding ist, ich und Mirkan sind noch drin. Oh mein Gott. Freunde, es wird asozial. Ihr habt den Vorteil, dass ihr mich kennt so und ihr wisst, was bockt, ne? Dementsprechend wird es natürlich schwierig für mich. Aber Sticker hätten wir noch, ja. Sticker. Warum stehst du immer so abseits, Digga? Willst du einen Schuss kassieren oder was? Bitte nicht, André. Okay, dann ballert mal bitte einen Sticker raus. Nee, ein Sticker bitte. Es fliegt safe einer raus. Okay, Frostherz. Ja? Feuer. Du nochmal bitte. Hä, hey, Digga, ich bin eine Katze. Bist du lost? Hä, bist du lost? Die anderen haben mir mehr gefallen. Hä? Oh mein Gott. Scheißegal, was okay, du okay. Will, Freunde, was willst du? Nein, Mirkan ist rausgeflogen. Mirkan ist raus. Oh mein Gott. Ich okay. Und er war sein Favorite, Digga. Hä? Die Katze war nie mein Favorite. Was? Digga, was laberst du? Du hast gerade vor mir gesagt, die Katze ist mein Favorite. Du hast vorher gesagt, die ist Jungs, der Waffenskin. Ach so. Was hat das mit dem Skin zu tun? Ach so. Ja, nie warst du mein Favorite, nie. Okay, Freunde, 4 Leute sind noch am Start. Nie warst du mein Favorite, nie. Auf einmal keine Freunde mehr, Digga. Ja, ey, okay, irgendwas aussieht, was gar nicht passiert ist. Okay. Ihr habt jetzt die letzte Chance. Schonkes Wonkes. Die letzte Chance. Schonkes Wonkes. Mich zu überzeugen. Mit was? Emote into Sticker into Spray. Macht aber zuerst euren Spray, dass der schon da ist. Und dann müsst ihr dazu einen Tanz machen, der passt. Emote into Sticker into Spray. Junge, wie soll man das machen? Mach ein Spray hin, stell dich auf das Spray, so wie hier. Na, die Person hat schon Big Brain. Dann macht ihr einen Tanz, der dazu passt. Und macht dann einen Sticker. So ein Ding ist das. Verteilt euch dafür ein bisschen, ihr müsst ja nicht genau aufeinander stehen. Okay, wir haben alle Sprays am Start. Das Ding ist, ihr müsst jetzt dazu einen passenden Tanz suchen. Einen passenden Tanz suchen. Okay, oh, oh, oh. Er fordert den Eistypen heraus. Er will gegen ihn fetzen, so Feuer gegen Eis. Das gefällt mir extrem, Freunde. Sehr wild. Okay, du hattest auch schon einen. Zeig mal. Ich hätte jetzt 100% gesagt, das ist Odemann. 100%. Das bin ich auch. Ich werde sehen. Ich bin auch. Ich werde sehen. Okay, Ninja, du hast auf jeden Fall schon mal. Zeig mal. Er fand uns krass, Freunde. Er fand uns richtig heftig. Ah, okay. Ihr beiden habt so einen ähnlichen Tanz oder Emote gemacht. Okay. Sticker. Eis und Feuer noch ein Sticker. Okay, okay. Ich muss sagen. Pili, okay. Wild. Okay, du brauchst nochmal dein Emote. Fisch. Passt. Aquarium. Und jetzt nochmal ein Emote. Freunde, ich glaube, wir können das auseinandernehmen. Das ist für mich am schwächsten. Oh. Hakim, aber weit gekommen, Digga. Weit gekommen, Digga. Weit gekommen. Ich sag dir early. Okay, er geht ein auf den Fischen. Strandfeeling. Das Aquarium. Strandfeeling, Digga. Und Forti, das passt schon. Ich muss sagen, dann sind die beiden hier im Finale. Oh mein Gott. Bolo. Ich wusste, sie haben Sticker, weil das, ich wollte vorhin noch sagen, Freunde, das wir ist sind Bolo im Finale. Sticker. Wir sind im Finale. Das heißt, wir sind im Finale. Wer davon ist Odemann, Digga? Das ist die Frage, mein Freund.
Okay, wie finde ich das jetzt heraus? Das ist die Frage. Ich will, dass die andere Person gewinnt, Digga. Das ist die Frage. Eigentlich ist keine Frage, weil du bist der Odemann. Ich bin nicht Odemann. Ich bin der Wasserskin. Für mich haben beide gewonnen, ja. Beide haben extrem gut gespielt. Deswegen würde ich sagen... Wir hätten noch, also, ich weiß nicht, ob der eine Typ das hat. Ja. Vielleicht Gleiter oder so. Das ist die Entscheidende, Junge. Zeig mir den Gleiter. Warte, ich weiß nicht, ob ich gerade einen drin habe, aber egal. Okay. Wer fängt an, André? Beide. Oh, stark. Sehr stark. Oh mein Gott. Otomana hat gewonnen mit dem heftigsten Skin aller Zeit, meine Damen und Herren. Hör auf, bitte, André, bitte. Schmeiß Waffe hoch. Komm runter, wenn du einmal bist. Mann, dass du gewinnst, hätte ich niemals gedacht. Ich sag dir ehrlich, Bro, ich war so überfordert, wo du dieses 2 gegen 2 gemacht hast. Und ich verstehe nicht, warum du Mehrkan rausgehauen hast. Er hat das auch so einen heftigen Skin, Digga. Ich mag den Skin nicht so. Oh, weil schade. Das ist der Battle Pass Katzenskin, Digga. Ich mag das nicht. Heute spielen wir den Stream Sniper Modus. Ja, ihr dürft uns heute den Stream Snipen alle ausrüsten. Alles klar, Digga. Leute, und so habe ich mir überlegt, ihr kleinen Füchse da draußen, du kleiner Hund, genau du. Why are you bullying me? Heute dürft ihr mich streamsnipen. Boom. Und so, Freunde, geht es in diesem Video. Wenn du einen YouTuber streamsnipst, dann hast du gewonnen, Freunde. Und zwar heute mit dabei Awive, Amplu und Elbigay. Freunde, wir haben diese Aufnahme im Stream aufgenommen. Falls ihr noch nicht wusstet, dass ich stream, Freunde, checkt's ab, checkt meinen Kanal ab, Glocke aktivieren mit dem rechten Ellenbogen, damit ihr nichts mehr verpasst, Freunde. Und ich würde mal sagen, gönnt euch einfach, richtig nice geworden. Und let's go. Guck mal, das Ziel ist es von euch, alle YouTuber zu vernichten, dann zu gewinnen. Und unser Ziel ist es, so lange zu überleben, dass wir gewinnen. Halt, ne? Also es ist quasi eigentlich nur ein Battle zwischen Adri und mir, weil die anderen zwei sieht man halt. Ja, stimmt. Safe gekillt. Guck mal, Spaß. Ich gebe einen Auftrag an Noah und James. Bitte beschützt mich. Jungs. Warum? Okay, also, Jungs, bevor es jetzt losgeht, ich will jetzt nochmal ganz kurz sagen, alle Konzentration, mir kann es, by the way, auch live. Das heißt, mir kann seine Chancen zu überleben, ist schwierig. Und wir haben jetzt gerade die große Cam, dass die Leute erstmal im Stream natürlich nicht sehen, wohin wir fliegen, aber sie werden uns trotzdem am Anfang direkt Stream snipen. Aber darum geht's ja auch in diesem Modus, Freunde. Ich will mal sagen, Jungs, seid ihr bereit? Ich bin richtig ready, Digga. Wir fliegen jetzt schon, werde ich gleich sehen, wo ich lande, Freunde. Let's go, Shifty! Achso. Okay, dabei, komm, alle rein. Let's go, Digga, alle Shifty, Digga, Jungs. Weiter, Digga, alle. Help me, help! Okay, Freunde. Und by the way, wir muten uns auch alle. Und wenn ich sterbe und mit den Jungs dann rede, dann entmuten die sich natürlich auch. Okay. Und genau. Würde ich mal sagen, Jungs, alle mute und viel Glück euch. Mashallah, ich werde gewinnen. Jetzt weiß man eh schon, wo ich lande, aber ist ja egal. Wir sind echt in Shifty gelandet. Verdammte Scheiße, hier sind übel viele Leute. Nein, ich bin so kacke gelandet. Okay, Leute, aber der Plan, wir landen ein bisschen außerhalb. Ich gehe jetzt nicht in eine Stadt. Ich muss auch so lange überleben wie möglich, weil dann geht ja natürlich der Modus noch nicht los, der Kopfgeldmodus. Wir müssen hier abhauen. Okay, ich mache jetzt auf richtig chillig. Wir müssen schnell dieses Spider-Man-Web holen. Oh mein Gott. Okay, da ist bestimmt jemand gelandet. Das sind Spider-Man-Handschuhe. Meine erste Runde Fortnite heute. Oder ich finde eine gute Waffe. Kritische Hase. Okay, Freunde, wir haben hier direkt irgendeinen Schwitzkopf. Bitte. Was ist das für Waffen? 3 Pumpguns, Digga, so will man das sehen. Oh nein, let's go. Kann ich Kopfgeld annehmen? Oh nein. Oh nein. Putz, Junge. Stimmt. Ist er gestorben? Bitte nicht. Nein, oh mein Gott. Einfach weg hier. Ausgelöscht. Ja, mein Lieber, der ist leider einfach nur falsch gelandet. Ich lebe immer noch, okay? Ich lebe immer noch, Freunde. Obwohl ich gestreamsniped werden könnte. Kann doch nicht sein, dass im ganzen Haus hier nur Pumpguns sind, Bro. By the way, ich lebe noch, Jungs, gell? Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ich bin immer noch am Leben. Wie läuft's bei euch? Ich lebe auch noch, Digga. Du hast mich unnormal erschrocken. Ich hab richtig hart gezuckt in meinem Kopf. In meinem Kopf? Hallo, wie kann das sein? Kann meiner Odomann töten? Niemals. Ja, bitte. Ihr wisst nicht, wo ich bin, Digga. Digga, ich wurde in der Luft schon abgeschossen. Nein. Ja. Hä, von wo sollen die das wissen? Na, warum sag ich das? Scheiße, jetzt weiß ich, dass ich das bin. Aber du lebst ich lebe immer noch. Das heißt, der Stream-Sniper-Modus hat noch nicht ganz angefangen, Digga. Ja. Ich mach einfach was komplett anderes, Leute. Ey, bitte tötet jetzt mal Odomann. Alles Stream-Snipen. Wenn das keiner schafft, muss ich selber machen. Pisst euch. Ja, komm doch. Bin dabei. Ich guck Stream einfach. Ja, komm. Guck doch, wenn du ein Mann bist. Du. Ja, pass auf, Odomann ist gefährlich manchmal, ne? Ich sag dir, ich bin der gefährlichste Junge. Er ist gefährlich, wenn man Essen dabei hat, das war's auch. Jetzt wird gepusht. Weißt du, der ist in die Finger oder was? Ja, zum Beispiel. Odomann wird gekillt. Odomann wird gepusht. Ich werd gepusht. Bitte. Okay, mute dich. Oh mein Gott! Ich hab ihn! Ja!
Immer noch nicht tot, Jungs, was ist los? Ey, Jungs, ich will ja keinen Tipp geben, ne, aber ich hab Spider-Man-Handschuhe, Digga. Oh, ja, das shit. Ding ist, wollte ich mir auch holen. Irgendjemand hat sie mir vor meinen Augen gegrabt, der kleine Wund. Okay, Freunde, leben immer noch. Und wir haben einen Quad, perfekt. Ciao, Jungs. Macht's gut, gell? Hau rein, ne, gell? Gell, mach's gut, gell? Ich lebe immer noch. Ja, Digga, was soll der Kack? Du? Ich weiß nicht, Junge, die Stream-Sniper hier in der Runde sind echt kacke, Digga. Immer wenn wir Livestream, ist man als erstes tot, Digga. Dann, wenn man sterben will. Auf mich wird geschossen, verdammt. Ich höre dich, glaube ich, sogar. Wir sind in der Nähe. Nein. Jetzt zu dir, kill dich. Oh mein Gott, da unten ist auch einer. Nein, da ist. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch ein gekillt, Bruder. Nein. So. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Astro Noah hat mich gekillt, der kleine 31er. Klar, Digga. Endlich, Mann. Okay, Freunde. Das heißt, ich wurde gestreamsniped und jetzt geht's weiter mit den Jungs. Jetzt ist die Frage, wer von den Jungs wird hops genommen? Mirkam, bist du da? Du bist immer noch mit, Brudi. Lebst du noch? Ach, ich darf jetzt reden. Ja, Bruder, du darfst die ganze Zeit reden in deiner Aufnahme. Alter, ja, ich rede in meiner Aufnahme. Ich bin müde. Es läuft gut, Digga. Also ich kann mir tatsächlich gerade nicht besser vorstellen. Okay. Also ich bin ja Ding, Solos, ne? Ja. Wir spielen ja. Solos. Das ja. Ding ist... Ich bin Solos und Mirkam hat drei Leute neben sich. Wetten. Nein. Wetten? Quatsch, Digga. Du kleiner Hund. Ich mein Gott, Spider-Man geht nicht auf mich. Kopfgeld ist jetzt aufgesetzt an Astro Noah. Alle Jungs leben noch, bis auf ich. Bis auf ich? Heißt das, kann man das so sagen? Ja. Oh mein Gott, ich hab so einen wilden Spot, Digga. Oh mein Gott, okay. Oh, er wurde fast hops genommen. Er hat ihn mit Spitzhacke hops genommen, Digga. Astro Noah hier. Digga, ich sag das so ein Ding, es wird so ein Ding, dass du die ganze Zeit links guckst. Was? Noah. Nein, laber nicht. Oh, ich hab ihn. Holy shit, okay. Ey, müsst die YouTuber töten, Jungs. Okay. Sonst gewinnt ihr nicht. Ey, ich werd gerade abgeschossen. Let's go. Der Gewinner wird geedit, Freunde, by the way, ne? Oha. Der Gewinner wird geedit, Digga. Der wird von Odoman geedit, Freunde. Von der Wife. Von der Wife auch. Da. Und wir laden euch auf eine schöne Wasserpfeife ein. Digga, eine schöne Hookah, Digga. Okay, Noah ist immer noch im Kopfgeld, ne? Er lebt immer noch. Ja, das wird auch so die ganze Zeit so bleiben, Digga. Ja, so, ja. Wie es ist. Noah, er ist geisteskrank, Bruder. Freunde, alle auf den Kopfgeld. Alle auf den Kopfgeld. Ich will, dass alle auf den Kopfgeld draufgehen. So, oh, André, wie läuft's bei dir? Ja, ganz gut, Digga. Ich mach gerade so ein bisschen den D-King. Oh, okay. Chill einfach am Baum, trink meinen Kaffee. Perfekt, Digga. Okay. Wife, wie sieht's bei dir aus? Das läuft. Schon mal gerade Metz. Weißt du, was mein Plan war? Was dein Plan? Bei mir war ein NPC. Ich hätte mich als Objekt umwandeln können und ich hätte mich einfach nur irgendwo versteckt. Nein. Die ganze Zeit. Aber ich habe kein Gold gehabt, Junge. Oh nein! Ey, zum Kotzen. Mirkan läuft mit 5 Leuten rum? Nein. Nur mit zwei. Hallo? Nur mit zwei. Dann was denn? Es ist Stream-Sniper-Modus. Du darfst es nicht machen. Aber die Stream-Sniper mich doch gut. Es gibt gute und schlechte Stream-Sniper. Dann töte sie. Also, falls die Leute bei dir Ehrenmänner sind, Mirkan, töten die dich jetzt. Die töten dich jetzt. Oh, das wäre so witzig. Digga, da denken. Boah, wie geil die wären. Wenn die dich jetzt einfach töten, dann wären es die krassesten. Also, ich sag euch mal so: Astro Noah ist gerade in Ice-Tilted Tower. Haus. Gib euch einen Tipp. Kämpft niemals gegen jemanden, der eine Sichel hat und Zäune abbaut, Digga. Ich hab ihn grad gesehen, ich dachte, mach dein Ding, ist mir egal. Mach einfach. Okay, by the way, Freunde, also Update bis jetzt. Astro Noah ist immer noch im Kopfgeld. Wir haben 39 Leute, die noch leben. Die anderen drei YouTuber wurden noch nicht gekillt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Tactics hier sind. Ich glaube, ich weiß, wo André halt ist, ne? Wo? Sag ich dir nicht. Ich glaube, er ist ein bisschen scheißen. Scheißen. The Toilet of the Metal Tower. Boah, weißt du, wo ich bin? Ja, wirklich? Woher weißt du das? Ich kann mir vorstellen, dass du Toilette drin bist. Schon wieder einer gekillt worden, Digga. Ach so, ach, warst du nicht Toilette, aber warst du in der Nähe? Bei mir ist jemand! Nein! André! Schwitzkind, sein Onkel! Ich muss weg! 500 Metz verbraucht, Digga, in alle Richtungen! Schwitzkind, sein Onkel, Digga. Ich bin weg, Alter, wir sehen uns. Ich hänge auf eine Aufnahme, so wie immer. Okay, es war anonym. Okay, Astro Noah, Digga, geht hier gerade übel ab, Bro. Astro Noah. Ich bin rot, wurde gesniped, nein, Digga. Nein! Let's anonym, go, anonym. Digga. Okay, der erste YouTuber ist raus, meine Damen und Herren. Das heißt, am Leben sind noch MBK und A Wife. Oh, shit, Junge. Mit Junge, Boot. Aber wir können da zwei Bodyguards. Ich kann sie überhaupt nicht schaffen. Na klar, kannst du schaffen. Das ist ja voll unfair. Oh, ey, der, wo im Boot ist, hey, wenn du mich im Stream siehst, steig aus. Astro Noah will gerade deinen Arsch. Kopfgeld ihn. Komm. Schieß, mach irgendwas. Er fährt einfach mit Boot auf Land, Digga. Warum macht der so? Er fährt einfach mit Boot, Digga. Oh nein, komm schon, bitte töte Astro Noah. Bitte, kill ihn. Nein! Astro Noah 46 HP, Jungs. Kopfgeld ist, Digga, auf Astro Noah. Ich glaube, Astro Noah wird down gehen. Astro Noah, alle auf Astro Noah. Er hat sich gerade geheilt. Okay, er ist wieder bei 100, er ist wieder bei 200 Leben, Digga. So ein Hund, Digga. Ich weiß, wer bei mir hier ist, aber ich sage den Namen. Ich zeige euch die Map, Freunde. Hier ist er. Genau hier. Hier. Neben Shifty. Shifts. Neben Shifty? Bruder, ich bin auf ganz, ganz andere Seite der Map. Mäßig. Mäßig? Mäßig, Digga. Mäßig. Er wird gepusht, ja. Come on. Wenn ihr im Video sein wollt, ihr müsst Astro Noah töten, Freunde. Alle Schwitzkinder, Digga. Kommt alle Noah töten. Ja! Herr Wave hat noch
zwei gekillt! Digga, du hast, du hast den gekillt, der mich gekillt hat, ne? Oh mein Gott. Ich hab euch jetzt die ganze Zeit zugeguckt beim Fighten. Ich dachte, wer ist dieser... wie konnte ich gerade verlieren? Er hat die krankesten Waffen der Welt gehabt. Aber das Ding ist, ich dachte, wer ist dieser Typ, der ihn gerade so pressured und so. Der war nicht schlecht, der Typ, ne? Er hat sich eingeboxt und so ein Shit. Digga, Lukas hat ihn einfach gekillt. Okay, Lukas lebt noch und MBK lebt auch noch mit seinen zwei Bodyguards. Digga, ich schwör's dir. Leben deine Bodyguards noch? Ja, ja, beide noch. Okay. Cringe, wer Bodyguards hat, Junge. Er ist halt schon traurig, Digga. Das ist schon traurig. Jungs, kommt mit drei rein. Nein! Lukas, bist du tot? Nein, nein, nein. Er hat genug HP. Ich will nicht sagen, wie viel. Okay, okay, sag nix. Das sieht ihr in der Aufnahme, Freunde. Ihr seht immer alle Sicht von denen. Er hat trainiert mit dem Astronor. Ich schwöre, Astronor hat gerade das Kopfgeld seinen Vater durchgespielt, Bro. Er war echt tot. Holy shit, okay. Er hat diese Spider-Man auch. Ach, scheiße, Digga. Digga, ich sag dir, bei mir ist auch er eigentlich immer gegen Zone, Digga. Also ich hab diese andere Spawn, Digga. Er tanzt sogar noch. Okay, Freunde. Das heißt, Wife ist auch tot. Das heißt, als einziger bleibt Mirkan, der auch streamt. Das verstehe ich nicht. Er streamt auch und er wird nicht abgenommen. Er wurde geholt. Das heißt, Kopfgeld ist immer noch auf MBK und auf Astronor. Freunde, Astronor, der, wo jetzt in meinen Stream guckt in meinen Stream. Er ist hier, genau in dieser Location. Freunde, ihr müsst ihn hops nehmen. Sag mal so, dass ich nicht, weil ich kann nicht gucken. Sag mal, wo er ist. Sleepy Sound rechts bei so einem kleinen Häuschen. Okay, ey, wir gehen Sleepy Sounds. Jungs, drei rein. Ist die also Besonst. Aus Conny Crossroads kommt der Typ, der mich geholt hat. Stream-Snipe-Modus, was ist da los, Digga? Wenn das mal, wir gucken die ganze Zeit Noah zu Modus. Ich schwör. Killt den mal, Junge, ich will dem nicht die ganze Zeit zuschauen. Ich guck fest Gashi zu. Ja, ich auch. Was ein Zufall, dass Lukas und ich an derselben Stelle sind, Digga. Das ist krank, das ist Digga. Er wurde angeschossen. Ja, töt ihn. Ich glaub, das ist Helene, Digga, auch von Astro. Kommt schon. Bitte pressured ihn, bitte tötet ihn, bitte. Alle jetzt da rein, alle drauf. Ja, er ist tot! Jetzt kommt Mohammed! Mohammed hat ihn gekillt! Mohammed! Er chillt mit irgendjemandem! Das ist unser Mohammed! By the way, Mohammed ist Kopfgeld, ne? Bekannt, du bist jetzt hops genommen. Welcher ist Mohammed? Er mit Blitzerella. Blitzerella. Mohammed ist einer von uns. Soll ich killen, Mohammed? Kill, hallo! Er hat Kopfgeld, ich sag euch, jeder kommt zu euch! Jeder kommt zu euch! Okay, wir gucken anonym. Das ist Mirkan! Okay, alle auf Mirkan, du bist so dumm. Warum hast du ihn gekillt? Jetzt sehen doch alle, wo du bist. Jetzt sehen noch mehr Leute, wo du bist, Mirkan. Okay, Freunde. Ich wurde geboxt. Er wurde geboxt. Wird Mirkan sterben, meine Damen und Herren? Das ist James. James Charles, Digga. Mirkan hier auf ab. Okay, Freunde. 16 Leute leben noch. Kopfgeld ist auf MBK, Freunde. Das ist der einzigste YouTuber, der hier jetzt noch gerade lebt. Oh. Mirkan tot. Mirkan tot. Ich guck dem zu, der Mann. Hey, ich kann nicht. Hey, ich konnte nicht. Okay, Dings? Freunde. Wurde er gerade gespitzhackt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß auch nicht, anonym. Aber ich hab Dings, ich hab Trank in der Hand gehabt. Ist halt anonym, ne, Freunde? So, weiter geht's. Jetzt sind wir richtig bei den Schwitzis, denn sie sind sogar anonym bei den Stream-Snipern. Ihr seht's hier. Er wird gepusht. Guck mal, zwei Leute kommen schon. Das ist James. Oh mein Gott! Kopfgeld ist auf anonym 269. Alle YouTuber sind down. Das heißt, die YouTuber haben nicht gewonnen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, diese ganze Runde gewinnen und wer in unsere Liste kommt. In unsere Freundschaftsliste, meine Damen und Herren. Ganz kurz. Ja. Ich will es einfach machen, weil er übel am Campen ist. Grüße dich raus an Max Jim. An Maxim Jeremy 1, der chillt in einem Auto bei Sleepy Sounds. Nein! Nein! Er chillt einfach nur in einem Auto rum. Oh nein! Oh mein Gott, er hat ihn. Okay, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, wie spielt der gerade? Ja, das Traurige ist mittlerweile, ist das er leider nicht mehr besonders. Leider nicht, Digga. Oh, er sieht jemanden. Boah, den Back, den kenne ich gar nicht, den Gleiter. Kriegst du in diesen Crew-Paket, der ist wild. Fuck, ich sehe mal. Brother 2 campt auch in Sleepy Sounds. Ja, alle campen, Bro, alle wollen hier gewinnen am Schluss. Ja, aber ist ja kein Problem, wenn die nur noch leben und James lebt, dann gehst du auf die anderen rüber. Ist so, der, ist so. Der, ist sogar, der hat auch James geholt, der Typ. Freunde, ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo genau er ist, Brands. Er ist hier, rechts. Er ist hier rechts. Die restlichen, die noch leben, sind irgendwelche, die im Auto chillen, Digga, bei Sleepy Sounds. Okay, dann würde ich sagen, wir drehen das ganze Spiel um. Anonym 269, Digga. Guck alle Autos durch und Digga, kill alle. Er hat die mystische AR, doch einfach, ne? Er kann bei dir im Stream sehen. Nee, er hat nur die goldene Glow. Nein. Nee, ist die mystische Shotgun. Okay. Warte, wir switchen gleich. Wir gucken noch. Okay, hier ist ein Fight. Ja, er hat jemanden. Komm, ich will... Der andere baut auch gut. Komm, du musst ihn hops nehmen, Habibi. Ja, okay, er hat ihn geboxt. Der andere ist nicht ansatzweise wieder. Oh, doch, editiert aber auch schnell. Oh. Ah, ne, ich bin zurück. Oh! Flex bei Ness, Digga! Einfach diesen Nass. Diesen Ness, Digga! Okay, Freunde, es geht weiter. Holy shit, Digga, es geht ab hier. Meine Damen und Herren, wird Flex bei Ness. Das Ganze wird... Er wird gepusht. Aber von wo ist er mehr, Leute? Über ihm, zwei Leute. Oh, oh, oh.
Frage ist, wird es jetzt schaffen? Es leben nur noch 9 Leute, Freunde. Ihr seht es rechts oben. Rechts oben ist auch direkt die Minimap. Ihr könnt genau sehen, wo er ist. Auf der Krone drauf. Auf dem O von Sounds. Slippy Swans. Er ist immer noch im Box. Gut, er hat alles replaced. Mhm. Kopfgeld ist weitergerutscht. Weitergewandert, Freunde. Ihr wisst. Hey, wenn man nächster Spieler macht, ich sehe den anderen Spieler. Er aimt nur ab. Boah, aber ist schlau. Er haut ab. Im Wasser ist einer. Nein, er hat die gesehen. Oh, aber das ist safe Noob im Wasser, ja, Digga. Ich, das ist so ein Odemann, Digga. Der tut mir jetzt schon leid, Digga. Das Ding ist, der Typ hat... Bessere Loot kann man nicht haben. Kannst du nicht haben. Nee, kannst du nicht. Dann schauen. Kopfgeld ist ausgerichtet. Freunde, ihr müsst ihn attackieren. Attackieren. Oh, du Mann, addet euch und a wife spendet 100 Euro. Gerade mich hier wieder ausgenutzt. Stimmt das nicht? Oder? Also ich hab nee, leider nicht. Vorhin meintest du das doch, oder? Deine Aufnahme wolltest du nicht. Chat 1 in Chat. Gewinner kriegt 1000? Chat 1 in Chat, wo a wife gesagt hat, dass er 100 Euro an den Gewinner gibt. Boah, guck mal, also ich sehe hier... Ich sehe hier viele Einsen im Chat, Freunde. Junge, geh mir nicht auf die Einsen. Viele Einsen. Schau dir mal den Chat an, Digga. Ich sehe nur Einsen, Digga. Okay, Freunde. Bei mir mein Instagram. Schnauze. Digga, da trudeln die Einsen rein, Digga. Okay, es geht weiter, Freunde. Es geht weiter. Oh mein Gott. Oh, nee, es ist runtergefallen. Er hat gehittet, aber. Freunde, wer wird diesen Stream-Snipe-Modus gewinnen? Okay, er ist abgehauen. 8 Leute leben noch. Einer kämpft im Busch. Digga. Boxfights zahlen sich aus hier, oder was? Da, guck im Busch. Er ist im Busch. Oh mein Gott. Er kriegt den Hit des Lebens. Ich schwör, Alter. Digga, er denkt sich so, hello, please help me. Das hat mir am anderen... Und, ja, Och nein, Digga. Warum schießt er auch aus dem Busch raus? Ich wollte gerade sagen, richtig dumm eigentlich. Die kämpfen gegenseitig. Abstauben, er will abstauben. Freunde, ihr seht doch im Stream, wo er ist. Ihr dürft nicht gegen euch gegenseitig kämpfen. Ihr müsst hier den Stream-Sniper holen. Das macht sonst keinen Sinn. Oh, da kommt einer, Digga. Oh. Ja, ich glaube, Köpfe spielen. Es geht los. Oh, es geht los. Es geht los, Digga. Oh, Megan gegen Dings. Let's go. Freunde, mehr Schwitz habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Ness ist so ein Fluchttyp, Digga. Yeah, das kann man ausnutzen. Er ist immer am Flüchten. Aber er hat auch keine andere Wahl, Bro. Jeder sieht, wo er ist. Jeder weiß, wo er ist. Wenn er 6 Iris Leute. Hat, kämpft er, Digga. Wenn er Iris hat, dann muss er echt kämpfen, Digga, sag ich dir ehrlich. Ey, die sind halt lost, die gehen halt alle in Heal-Off und keiner von denen hat, doch, eine Person hat 3 Medkits. Ness, wenn du mich hörst und wenn du Eier hast, mach jetzt ein Emote. Wird das tun? Wenn er ein Mädchen ist? Okay, wenn du Mädchen bist, dann bist du cool, wenn du es machst. Wenn du cool bist, mach ein Emote. Genau. Wenn du nicht bist, er hat gewonnen, Digga, okay, let's go. Yeah. Getting a Swifty. Okay, ich sag dir ehrlich, er oder sie hat Eier. Was macht der? Guck doch nicht nach links. Dem immer noch siehst du. Links ist noch einer. Nein, oder, das ist über ihn. Über ihm. Ich dachte gerade. Er macht da fröhlich seine Mode weiter, Junge, mit dem Push, moin. Das ist immer noch Ness. Digga, Junge. Let's go. Alter. Über dir, du? Hey, oh ja, okay, der andere ist lost. Jungs, das ist nicht was. Der Skin sagt schon alles. Ich schwöre. Ab jetzt ist noch Köpfe gespielt. Und tschüss, erstmal in die Zone. Er ist an der Zone gestorben. Köpfe spielt es tot. Der Pressure. Und boom. Oh mein Gott. Oha, Junge. Holy shit, Digga. Er hat rasiert. Flex bei Ness. Hat hier gewonnen, meine Damen und Herren. Kriegt 100 Euro irgendwann von der Wi-Fi. Fang mich nicht an, Digga. Flexis. Ja. Yeah. Komm rein, Habibi. Ich komme rein und ich glaube, ich weiß, wer du bist. Wer? Das ist der hier. Ich bin der hier. Ja. Okay. Nein. Guck mal, auf Banane. Vielleicht bist du sogar der und machst auf Klug. Das wäre wild, Digga. Ah, das ist krass, Digga. Das wäre wild, Digga. Also ich würde mal sagen, fang erstmal an. Schau dir mal alle Skins einfach mal an. So die Skin-Kombi mit Backbling, alles, was dir so gefällt. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt, hau einfach raus. Denn wir haben heute das Thema, was könnte Brexit gefallen? Okay. Digga. Was ist jetzt richtig? Sag mir bitte einmal. Brexit. Let's go. Also, Ich muss ganz ehrlich sagen, die Morgensternspitzhacke gefällt mir nicht. Das wäre so heftig, wenn er mich herausfindet. Auch nicht, weil ich kein Spitzer bin. Aber das Herz hinten, das Backbling, macht das also wieder Carrie, süß. Sagst du? Deswegen finde ich, es ist okay, ich mag die Farbe halt nicht. Soll ich ihn jetzt abknallen? Wenn es dir nicht gefällt, gib ihm. Aber das ist der Erste, tut mir leid, Mann. Wenn es dir nicht gefällt? Ich warte noch ein bisschen. Okay, wir haben hier meinen größten Konkurrenten, den Fischen. Den Fisch. Oh, den Fischen, Digga. Den Fischen, Digga. Er hat aber richtig gut kombiniert auf den. Er hat hinten so ein Backbling mit Wasserdings, Taucherflasche und so. Aber der Krieg ist ja vorbei, deswegen... Ist okay. Boah. Das könntest du sein, oder? Wer weiß. Ich sag nichts. Die Bananen sind auf jeden Fall wild, Digga. Weil du weißt, aus Prinzip muss ich die Banane weiterlassen. Eigentlich schon.
Vor allem hat er richtig klug gedacht, wegen Obstspitzhacke. Guck mal, Wassermelone. Das habe ich gar nicht gesehen. Ananas. Auf den er ist Obst und so. Krass. Okay, er ist weiter. Das war wild. Oh, was sagst du? Dings. Oh, den finde ich, den fand ich schon immer tothässlich. Oh. Coco. Coco ist raus. Oh mein Gott. Zum Glück nicht ich, Digga. Okay, weiter geht's. Du bist das, oder? Sag ehrlich. Wer weiß, Bro, wer weiß. Guck dir erstmal alle Skins an, Bruder, bevor du ja, ich mach ganz in Ruhe. Ich mach ganz in Ruhe hier. So, dann haben wir hier den nächsten. Das ist die von diesem Kevin. Digga, wir werden das so hart reißen, Digga. Ohne Witz. Richtig krass geile Spitzhacken. Die gefallen mir auch sehr, sehr stark. Wie gesagt, die Farbe ist nicht so meins. Aber der Skin und die Season hat mir gefallen. Ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, wild. Wir haben hier einen OG-Skin, den John Wick-Skin. Was sagst du zu OG-Skins? Ich finde OG-Skins einfach lecker. Sag ich dir ehrlich. Au. Vor allem John Wick, mir gefällt die Filmreihe sehr gut. Gut gemacht, weiter. Sehr nice. Ah. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Das ist doch... Ich weiß nicht. Es gefällt mir einfach nicht. Okay, weiter geht's, Leute. Wir haben schon zwei Leute. Nee, doch, zwei Leute hast du schon rausgehauen. Okay. Ich glaube, drei sogar. Nee, zwei bis jetzt. Okay, so sind hier ein? Ja, einer noch für dich eigentlich. Das haben wir falsch gebraucht. Okay, wer bin ich, Digga? Sag mal. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, guck mal, der Hund. Der. Oh, der ist richtig süß. Also, wenn die pushen, der ist der heftigste eigentlich. Der ist auch. Ist das ein Hund oder eine Katze? Ich glaube, eine Katze oder so ein Wolf oder so. Das ist irgendwie. Okay, gefällt mir, Digga. Du musst auf jeden Fall weiter. Ich liebe Tiere. Tassi, Digga. Boah. Du bist. Mit dem Backblick hier hinten, mit diesem Morgenstern. Den Morgenstern zeig ich schon. Richtig krass geil, auf jeden Fall. Da brauche ich gar nicht diskutieren. Wild. Midas ist der Boss. Der einzig wahre Boss mit den goldenen Spitzhacken und hinten, was hat er hinten drauf? Ist das der Drache? Das Ding ist, Freunde, wir sehen sogar hier hinten noch eine Banane. Das heißt, ich könnte auch die andere Banane sein, weil die wird er auch feiern. Ich sag euch ehrlich. Jeder kennt Midas, den Boss. Midas ist der Boss, Digga. Der ist, Ja, den Boss ist auch sehr... Also das, die Kombination mit dem Drachen hinten gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Boah, sehr stark. Also auf jeden Fall weiter. Hier ist mein Favorite gerade. Guck mal, da spielt einer mit. Ich kann das Kind nicht umbringen. Ja, ich muss ihn weiterlassen. Oh mein Gott, als ob ihr mit Noskin weiterkommt, Digga. Okay, ich muss ihn weiterlassen. Okay, krass. Er hat diese Psychologie gemacht auf den. Bitte, guck mal, ich habe kein Skin. Abi, bitte. Okay, er ist auf jeden Fall weiter. Hier haben wir die Banane, die schwarze Banane. Auch richtig geiler Skin. Ich hab ihn auch, ich feier ihn. Danke, ich sag dir. Ach, das bist du. Was? Mir gefällt die Farbe schwarz auf einmal so nicht mehr so gut. Dings. Sieht auf jeden Fall sehr modern aus. Vor allem mit den Schuhen richtig fresh. Er hat Drip. Er hat richtigen Drip, Bro. Sein Backblick passt weiter. Auch 1A. Er muss weiter. Bro. Ja. Das bist du. Wer weiß. Boah, Piraten mag ich gar nicht. Ne? Obwohl ich Sea of Thieves liebe, Digga. Das ist geil, aber in Fortnite der Pirat, ich weiß nicht, Digga. Mir gefällt nicht, der Mann. Auch gar nicht, Digga. Nee. Also, du könntest ihn schon auslöschen, Digga. Du machst schon so ein bisschen, ne? Aber ich muss ja bewerten. Also ich sag dir ehrlich, Pirat mag ich persönlich nicht. Dann ich weg. Mag das Spiel Sea of Thieves, aber auf jeden Fall dann weg Bro. Hier. Das ist für dich, extra für dich heute. Sieht schon fresh aus, Digga. Auch die Schuhe sind fresh. Hat Drip, hat irgendwie. Das ist geil, er ist weiter. Oh, einfach WoW-Charakter hier, Digga. Ich schwör, Digga. Oh! Sorry. Hat dir nicht gefallen? Nein. Ey, Digga, er sagt nicht mal was und schießt einfach, Digga. Okay. Überraschung. Okay. Also, du hast jetzt alle Skins angeguckt, okay? Wir gehen rein in die zweite Runde, meine Damen und Herren. Und wir sind natürlich noch im Game. Du hast schon viele Leute ausgelöscht, muss ich sagen. Also wirklich krass, Digga. Okay, aber es sind noch auf jeden Fall viele am Start. Ich würde mal sagen, du machst natürlich jetzt weiter. Was sollen wir machen? Wir können Emotes machen, wir haben alles, Bruder. Du kannst kreuz und quer alles machen. Könnt ihr nochmal euch anziehen? Nein. Schade. Nein. Gut. Dann möchte ich von euch passende Emotes, aber zu eurem Skin. Zu eurem jeweiligen Skin. Okay. Das heißt, wenn ich hier jetzt Midas habe, möchte ich was von Midas sehen natürlich. Also, es muss zu der Geschichte von Midas passen. Muss jetzt nicht der Midas-Emote sein oder sonst was, sondern es muss schon was Lustiges sein. Zum Beispiel der No-Skin.
Okay. Macht einen passenden Emote zum Skin. Kann auch ein Spray sein, ne, wenn ihr keinen passenden Emote habt. Aber macht was Lustiges, wo ich denke, okay, ist geil. Okay. So, sag mir, wenn ihr ready seid. Lass anfangen, wo du willst. Du kannst zu irgendjemandem gehen. Okay. Dann machen wir Folgendes. Weil ich diesen Skin hier so richtig gehapert habe. Ja. Sorry. Aber mach du, fang an. Bring mich zum Lachen, mach was Passendes zu deinem Skin. Er ist klug mit Herz und so. Er ist klug, Digga! Okay. Vor allem die Herzchen sind auch so lila, pink, so Dings. Gefällt mir. Okay, krass. Ja, okay, du bist weiter. Digga, richtiger Wackler. Ich schwöre, richtiger Wackler. So. Okay. Oh. Er ist böse. Das heißt, der Fisch ist böse. Fisch ist böse. Aber was hat das mit Fisch zu tun? Oder vielleicht hat das ein bisschen tiefer zu tun, weißt du? Überleg, bevor du schießt. Nein, ich überleg. Fisch gegen Banane, du weißt. Auf den, er macht einen Plan gegen uns. Er macht einen Plan gegen euch. Überleg. Ah, ist auch stark. Sehr stark. Ja, das ist. Stimmt, hast du daran gedacht? Sag ehrlich, Fisch. Hör mal kurz auf. Bring mal, wenn du daran gedacht hast. Ja, so ein liegender Löcher. Vielleicht bin ich das, Bruder. Vielleicht bin ich das. Aber wenn du es sein solltest, ist die Idee gar nicht mal so schlecht. Das heißt, sehr stark. Banane, überzeug mich, Bruder. Mach irgendwas mit Bananen, Digga. Oh, auch gut. Wegen Naruto, Nudeln, Son Goku. Stark, du hast mich überzeugt, Digga. Brauchen wir gar nicht reden. Ja, Banane gewinnt, ey. Nein, Banane. Das ist ja krass. Okay jetzt nächster. Der Nächste oder die Nächste. Los. Okay. Was sagt das mir aus? Sag dir ehrlich, er hat so Kevin Season Skin. Und das ist aber eine andere Season. Ja. Das heißt, es tut mir. Was bist du? Nein, bin ich nicht! Okay, warte mal, bevor wir jetzt weitermachen, hast du schon irgendeine Idee, wer es sein könnte? Sag mir nur, wer es sein könnte. Die Skins, wo du denkst, ich wär's. Also entweder bist du der hier, weil du richtig auf IQ Play machst. Ja. Oder du bist Sasuke hier. Okay. Oder der No-Skin. Weil du, du kannst diese. Du machst diese Psychospiele. Oder, einer von denen. Oder der Fisch, oder nicht? Oder die andere Banane. Ja, oder jetzt jeder, ne? Ja. Also ich glaube wirklich, entweder Banane, No-Skin oder hier Anime-Style hier. Okay. Dann mach weiter mit deinen okay, Emotes, okay, Bruder. Okay. Wir sind jetzt bei John Wick OG angekommen. Oh. Passt auch zu ihm. In der Serie macht er auch so Bankdenken, dies, das und so richtig stark. Okay, das Ding ist, weiter. Freunde, er hat schon getan. Er denkt die ganze Zeit, ich bin die Banane. Also ich bin sie auch, aber er denkt auch, ich wäre der No-Skin oder der andere. Also es ist richtig heftig heute, die Folge, Freunde. Und wir werden sehen, ob ich heute ins Finale kommen werde. Au! Ui. Sasuke! Das ist Itachi, Bruder. Itachi, Digga. Ich bin so dumm. Itachi! Okay, ist geil mit seinen Sternen. Ist geil. Midas, Bruder. Midas. Enttäusch mich nicht. Boah, Bruder, stark. Ich sag dir, ich bin der Heftigste gerade. Ah, der ist stark, Bro. Der ist auch der Boss. Guck mal, wie der sitzt wie ein Boss. Ja, ich weiß, Bruder. Danke. Ich will dich umbringen, Bro. Hör auf. Mach das nicht. Bruder, ich spiel mit deinem Kopf, ja? Du machst mich richtig irre. Ich spiel mit deinem Kopf, Digga. Nachher bist du das der und ich denke, du bist der und knall den jetzt gleich ab. Wer weiß. Okay, der ist stark. Also ich finde diesen Sitz-Emot richtig, richtig stark. Okay, No Skin. Mach was Dulliges, Mann. Er kniet nieder. Oh mein Gott, bin ich gut. Hör auf, lass das! Aus Prinzip muss ich euch beide umbringen jetzt. Wenn das beim nächsten mache, ich bringe ihn um. Ich sag dir, ich schwör alles. Außer, dann mach, trau dich, los, mach! Mach gar nichts. Eine Menge Fantasie. SpongeBob, ne? Yeah. Sorry, Digga. Es ist einfach eiskalt, Digga, oh mein Gott! Okay. Hat mich gar nicht gebockt irgendwie. Oh mein Gott. Weil er hat die andere Banane einfach gekillt. Oh mein Gott. Warte mal, weißt du, was du gerade gemacht hast, Bruder? Ich hab eine Banane ausgelöst. Du hast eine Banane ausgelöst. Ja, aber als Bananenkönig ist das ja völlig in Ordnung. Ach so, okay. Ja, das ist ja... Alles klar. Ja, okay, tamam, Bruder. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ja, mach nochmal bitte. Er hat mich abgelenkt. Das bist du, Digga. Du hast mich abgelenkt.
Bist du Nein, das bin ich nicht. Ja, hey, ich dachte, das bist du. Das Finale kommt näher, mein Freund. Okay, das heißt, ich bin durch. So. Du bist durch. Alles. Okay, wie viele haben wir jetzt hier? Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Was mache ich mit euch 7? Lass uns mal vielleicht zusammenstellen. Dreh dich mal weg, dass sich alle zusammenstellen. Okay, stellt euch mal zusammen. Nebeneinander. Oder irgendwie so. Macht einfach. Ich habe aber eine Idee. Ich möchte die drei, wo ich denke, dass du es bist, mal gegeneinander so tanzen lassen. Dance Battle. Dance Battle? Ja, ich will ein Dance Battle sehen, aber mit denen, wo ich denke, dass du es bist. Das heißt, der Fisch kommt einmal zu mir, die Banane hier kommt einmal zu mir und der No-Skin kommt einmal zu mir. Du hast okay gesagt. Ich habe gesagt, okay. Als der losgegangen ist, hast du okay gesagt. Okay, Freunde. So. Du musst aber, glaube ich, dann, wenn wir jetzt noch ein Dance Battle machen müssen, kurz allen Zeit geben. Ich glaube, wir haben nur einen Emoji. Ja, ich lasse euch Zeit. Ich lasse euch Zeit. Okay. Macht gleich, ihr drei gleichzeitig, wenn ich sage 3, 2, 1, go. Macht ihr einen Tanz und wenn der mir bei einem nicht gefällt, knall ich ihn ab. Oh. Das ist jetzt Hardcore-Edition. Okay, aber mach langsam, Digga. Ich mach langsam. Vielleicht bin ich dabei, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich glaube, du bist... Man weiß es nicht. Ey, das ist doch... Weiter. Los, ihr könnt anfangen, ne, wenn ihr Bock habt. Fangt einfach an. Okay, Banane. Ich glaube, die Banane sucht noch. Okay, die Banane lässt noch, okay. Das heißt, Default Dance von No Skin. Der Fisch geht einfach. Und er macht. Oh, die Banane ist süß, Obst. Digga. Die Banane ist süß, Digga. Du machst wieder Psychospielchen, aber ich sag ehrlich, mach nochmal Fisch. Auch stark, Digga. Ich würde alle drei drin lassen, Bro. Ich würde keinen wasten. Ich sag dir, nein! Das warst du nicht! Nein, war ich nicht! Nein! Oh mein Gott! Okay, geht zurück auf eure Plätze. Wir haben noch richtig viele Sachen, Digga. Schaut die erste alles an, bevor du gleich alle auslöscht. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, Freunde, wie hart war das gerade? Aber wir haben es geschafft, oh mein Gott. Darf ich zum Beispiel Midas, den Boss, er sucht sich jetzt einen aus, den ich killen soll. Oh, das kannst du rein theoretisch auch machen. Oder? Weil? Aber dann musst du eine Runde sagen. Vielleicht Sticker oder Spray-Runde. Okay, oder... komm, Midas, Boss. Komm her, Midas. Du bist diese Runde befreit. Weil du der Boss bist. Das heißt, du bist jetzt hier mein Partner. Weil ich glaube nicht, dass du Odoman bist. Das glaube ich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe eine Vermutung, aber ihr dürft jetzt alle mal einen Sticker machen und ihr müsst nicht mich überzeugen, sondern ihn. Oh. Midas, den Boss. Okay. Und lasst euch Zeit, fangt an bei John Wick und Midas. Sticker hast du gemeint oder Spray? Sticker. Okay. Wenn dir einer nicht gefällt, duckst du dich einfach, dann knall ich ihn ab. Oh mein Gott. Einfach nur ducken, genau. Oh mein Gott, okay. Okay, John Wick ist weiter. Midas, mach nur einen raus. Du kannst auch überlegen und dann zurück zu einem gehen, ne? Midas, mach in Ruhe. Geh einmal durch, überleg und dann kommst du zurück. Hoffentlich findet er dich, Bruder. Okay. Bin gespannt, Digga, oh mein Gott! Jetzt such dir einen aus, Midas. Du bist mein Glücksrad. Wenn du falsch liegst, knall ich dich ab. Oh mein Gott, er hat... Oh mein Gott, warte! Schieß nicht! Ja, hab ich dich getrollt, hä? Ich bin immer noch drin, Bruder. Midas, ich bin so gut! Okay. Der spielt mit deinem Gehirn, ich sag doch, Bruder. Wie viele sind noch? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute. Wir haben auch noch Gleiter, Autoskin, wir haben Fortbewegungstanz, wir haben noch Spray, wir haben noch richtig viel. Also kannst du Zeit lassen, Bruder. Will ich jetzt mal euren Gleiter sehen. Wie sehe ich denn euren Gleiter? Du musst auf irgendeine Fernbedienung drücken. Okay, ich will jetzt euren Gleiter sehen. Das da? Nee, das ist Auto. Das. Okay, let's go. Wir fangen an mit... Trommelwirbel mit Banane, komm her, Bruder. Komm, Abi. Komm mal her jetzt. Geh mal jetzt hier rauf. Geh mal hoch, du bist eh weiter. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Von Son Goku, ne? Digga, stark, Bruder. Gelb auch noch, Bro. Der hat so, oh mein Gott. Ey, ich mach das nicht mit Absicht. Ich schwöre, ich hätte ihn weggehauen, ne? Okay, geh zurück.
So, dann hätte ich gerne einmal Itachi, komm her. Fans, ich habe mit seinem Gehirn gespielt. Oh mein Gott, wir sind der Manipulator, Digga. Okay, geh zurück. Dann hätte ich Midas, den Boss, einmal gerne her. Ja. Von Strange, ne? Oh, stark. Digga. Auf den Midas ist ja verschwunden, er ist andere Dimension und jetzt... stark. Digga, mir gefällt dein Gedankengang, Bruder. Ich richtig sag dir ehrlich. Stark. Ja. Hier, John Wick, OG, komm mal bitte her. Total. Du hast nur noch Bros hier drin, ich sag's dir. Ja, jetzt nur noch der lilane Skin. Weiß gar nicht, warum der noch dabei ist, Digga. Sag ich dir ehrlich. Auch nicht, sag ich dir auch ehrlich. Ja, pass okay, auf, Digga. Sorry, Digga. Du bist so ekelhaft, wirklich. Schade, okay. Das ging auf deine Kappe. Okay, wir holen jetzt das Auto her. Das müssen wir hier mal wegmachen. Und dann, wenn ihr hier rauf geht, habt ihr bestimmt eine Farbe, ne? Ja, Web wenn wir reingehen, genau. Ja, genau. Dann würde ich gerne einmal... Ich habe eine Vermutung. Ich schwöre, ich habe eine Vermutung. Was denn? Aber wir sind... Wie viele Leute sind wir denn nur noch? Vier. Stell dir mal vor, ich wäre gar nicht erst drin, Digga. Dann hast du mich hops genommen, Digga. Ich Todes hops genommen. Also, ich glaube nicht, dass du die Banane bist. Okay. Ich glaube nicht, dass du der OG-Boss bist. Okay. Aber ich glaube auch nicht, dass du Itachi bist, Digga. Ich glaube, du bist Midas, weil Midas ist zu stark. Und du bist auch klug, du bist sehr klug. Okay. So, du würdest nicht die Banane nehmen. Das wäre obvious, Digga. Oder würdest du, guck mal, du spielst mit dir, ne? Aber so, ich sag dir alle, also, ja, sag. Wenn Midas jetzt reingeht und das wird nicht Gold, knall ich Midas ab. Okay. Midas, rein mit dir. Guck jetzt, Gold. Nein! Oh mein Gott, stark! Okay, wenn du Midas bist, bist du krank, Alter. Ja, ich sag dir, Bruder. Dann hätte ich gerne Banane, komm mal hier rein. Bleibt das jetzt Gold? Oder hat er auch Gold? Warte, ich resette mal, warte mal. So, geh mal rein. Schwarz. Heiß, matt schwarz, ne? Ach, mit Banane hinten hat er so. Okay. Weiter. Itachi, komm, direkt weiter. Okay. Boah, langweilig. Ja, du, wird wirklich schwierig gleich für dich, ne? Weiter, raus mit dir. Jetzt fehlt Midas. Haben wir OG John Wick? Bitte einmal kommen. Bitte einmal zur Kasse hier. Schwierig. Ich sag ehrlich, es ist nicht schwierig. Du musst nochmal, du musst weitermachen, Bruder. Ich sag dir. Warum? Das war schwierig. Na, ich fand's leicht, weil alle hatten so ein bisschen Besonderheiten. Nur Itachi hatte Schmutz. Okay, tschüss. Du bist es, oder? Sag, bist du es? Sag ehrlich. Tschüss. Nein, ich mach's nicht! Ich bin immer noch dabei! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Okay. Okay, jetzt wird's schwierig, weil das ist wirklich so... Wow! Also, pass auf, wir haben noch Fortbewegung und Spray haben wir noch offen. Okay, Fortbewegung. Und Waffentarnung haben wir auch noch, oder? Okay, dann nimmt mal jetzt... Ich würde jetzt schon mal gerne die Waffentarnung sehen, von allen. Wir fangen bei OG John Wick an. OG John Wick, leicht gold-schwarz mit einem roten Akzent, gefällt mir sehr gut. Bei Midas wird es jetzt ein bisschen kritisch, weil es ist wieder gold und es ist wieder langweilig. Ich glaube aber, bei Midas geht es nicht anders, Bruder, weil Midas hat immer goldene Waffen. Okay, stimmt. Und das ist ja... Ja, aber guck mal, das ist auch Bananen-Dings. Leopard-Bananen-Dings. Mm. Ich hab's schwierig, Bruder. Ja, schwierig. Schwierig. Mach weiter. Okay. Dann machen wir Fortbewegungs-Dings. Fortbewegungstanz? Ja. Okay, fang an, bei wem? Wer soll starten? Banane. Die Fliege? Okay. Geht zurück. Könnte Sinn machen. Macht aber keinen Sinn, finde ich persönlich. Fruchtfliege, Bruder, hä? Das ist wild. Weiter. Oh mein Gott, das. Ich bin so krass. Ja, der Bossgang, ne? Ich bin so krass, ich sag dir. John Wick? Bruder. Alle drei, ich schwöre. Ja, stark, was soll ich machen, Mann? Wir haben noch was. Was haben wir noch? Wir haben Spray noch. Okay, gute Idee. Macht Spray. Und dann habe ich eine Baba-Idee. Bananenspray. Einer wird jetzt rausfliegen, Digga. Boah, Midas-Hand. Dieser Midas ist zu stark, Digga. Ja, was soll ich mit einem Schlüssel, Bro? Was ist mir jetzt richtig einfach gemacht? Was soll ich mit einem Schlüssel? Was soll ich mit einem Schlüssel? Das bist du. Okay, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Wer bin ich denn? Wir sind im Finale. Aber gewinnen wir das Ganze auch? Das ist jetzt Frage. Okay. Was mache ich mit euch beiden? Wir haben... Könnt ihr mir eine Geschichte erzählen?
Weißt du, was ich meine? Boah, haben wir jetzt auch nicht drin. Aber du kannst doch, guck mal, wir sind ja jetzt im Finale. Ja. Kannst du uns doch jetzt 2 Minuten oder so geben, ein Thema sagen und wir gehen rein in die Skinbox und machen dieses Thema. Und der, wo besser... Der besser Segment. Gute Idee, Baba-Idee, finde ich gut. Die kam auch von mir. Ja. Ich würde vorschlagen, jeder von uns kennt die Plattform TikTok. Jeder. Oh. Jeder. Ja. Und TikTok ist kreativ, da gibt es wirklich vieles. Ja. Das heißt, ihr beide habt jetzt das Thema TikTok. Seid kreativ, dort kann man lernen, dort kann man tanzen, dort kann man singen, dort kann man Jokes machen. Und das, was mir auf TikTok am meisten gefällt, das werde ich dann bewerten und weiterlassen und der Verlierer wird verlieren, ist ja klar. Okay. Ihr habt ein bisschen Zeit, ich lasse euch Zeit, solange erzähle ich euch über meinen Tag. Mein Tag war einfach langweilig, oder? Ja, wild, Bruder. Ah, geil, schon geil. Stabil? Stabil, stabil, oder? Warte, du musst nichts erzählen, warte, ich muss einen Skin machen. Mach's, nicht Skin nutzen, ja. Wir haben schon den Skin, Freunde, den nehmen wir rein, der passt schon. Backlink. Wir machen so eine kleine Maus, hier so mit Laptop. Dann machen wir Spitzhacke mit. Boah, schnell, wir müssen uns beeilen. Vielleicht, was könnte man Spitzhacke nehmen? Schnell, schnell, schnell. Und dann nehmen wir noch einen Emote. Plus ein Emote, oder? Ja, richtig. Junge, wo ist diese scheiß Emote, Digga? Sag ehrlich, ihr habt noch 15 Sekunden ab jetzt. Warte! Ich mach Druck, ich baue Druck auf. TikToks und Videos sind auch kurz, Digga. Olum! 10. 9. Warte, bitte. 8. Immer noch 8. Ey, Junge, haben die den Emote rausgenommen? 4. Die haben den rausgenommen, Bro. Nein, es gibt noch mal 3 Sekunden. Okay. 8. Entschuldigung. Können Sie noch ein bisschen warten? 7. 6. Ich hab's. 5. Sag, wenn wir rausgehen sollen. 4. 3. 2. 1 für die Watchtime. Los, raus! Da ist einer noch nicht draußen. Oh. Oh. So! Okay. Okay, oh mein Gott, ich hab schon einen Gewinner, sag ich dir ehrlich, aber. Beste Gewinner. Okay, mach sollen mal. Wir Emotes machen? Ja, mach starten? Mal bitte erstmal in Emotes. Vielleicht fang. Nein, mach du erstmal, komm. Stark. Hans? Ehrlich, stark. So, ja, aber es ist. Aber was soll mir das denn. Ich glaube, es ist ein TikTok-Tanz. Ja, ich hör's ja nicht wegen Dings, ne? Ja, wegen... Copyright, ja, ich hör's auch nicht. Ja, okay. Aber er dreht sich, guck mal, du musst dir so überlegen, er dreht sich immer von der Kamera weg. Das ist schwierig. Schwierig, wenn du TikTok aufnimmst. So, mach du mal. Oh. Oh, wir haben einen Sieger. Richtig stark. Auf den siehst du auf TikTok gerade und guckst Livestream und so. Okay, warte. Wir wollen es noch nicht so schwierig machen. Warte mal. Stellt euch mal nebeneinander auf. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer hat gewonnen? Wir haben eine... Sieger oder eine Siegerin. Und in dem Fall ist es. Let's go! Ich hab gewonnen! Lava! Bro, ich hab so mit deinem Mind gespielt. Ich war die Banane die ganze Zeit, Digga. Oh mein Gott. Ich dachte, Real Talk, du bist entweder Midas oder OG John Wick. Ja, das war stark. Das war eine richtig, richtig geile Folge, Freunde. Wir haben gewonnen. Kuss geht auf jeden Fall raus. Erstmal hier, die Umarmung. Oder? Krass, sehr schön. Wirklich ein Respekt. Ich schwöre auf alles. Krank. Am Ende noch durchgezogen, Freunde. Ich würde aber mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Checkt natürlich meinen Bruder Braxis aus. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Macht's gut, haut rein und Peace.